Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Grand Empires Travel, Time Travel, Survival. Ja, wir sind immer noch in der industriellen Ära. Wir haben noch sehr viel vor uns. Es ist noch jedenfalls sehr viel. Ich glaube, ich falle vom Glauben ab. Ich hoffe, wir müssen nicht in die nächste Ära. Irgendwas, Meeresportal. Ach du Heiliger. Es wird spaßig auf jeden Fall. Wir gehen heute mal zu den Dinos hin, denn wir brauchen Dino-Haut und dann müssen wir nochmal Salz holen. Ich habe ja Lust. Vielleicht sollten wir auch gleich einen Salzgenerator, Salzabbauteil bauen. So, was war das? Die folgen mir alle. Wow. Alter, lass mich schon mal runter, ihr kleiner Arschgeigen. Ich brauche ja keine Haut, ich Trottel. Das, was ich eigentlich brauche, ist Salz. Naja, man kann ja nie genug wissen, ne? Kommt, wir gehen. Oh, den T-Rex schnappen wir uns weg. Danke für eure Hilfe, Jungs. Pfeifen. Alter, Falter, hat gerade nicht funktioniert. So, dann gehen wir mal zu der Primitiven. Ah, nee, ich wollte ja noch was machen. Wartet mal kurz. Ich muss dann noch was gucken. Das bekommen wir doch garantiert hin, oder? Komm. Industriellen. Das bekommen wir doch garantiert hin. 8 Stück von dem Metallteil müssten wir eigentlich haben. Ach. 8 Stück. Nee, wir wollen Stahlbarren haben. Trennen, 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 trennen. Trennen und nochmal trennen. So, 8 Stück. Was brauche ich noch? Felsen, Brett und Kohle, 30 Stück. So, erstmal rüber. Brett, Felsen, Brett und Kohle. Fehlen uns jetzt nur noch Holz. Gut. Holz können wir auch. Warte. Primitiven. Können wir auch hier holen. Bretter brauchen wir nicht. Holz. Immer Bretter für mich. Und dann bauen wir da endlich so eine Salzabbau-Rotze. Nee, Felsen brauchen wir. Gut, ich wollte eh in die Richtung. Stück. Guck mal, was läuft hier?
40 Stück haben wir. So, dann würde ich sagen, klettern wir hier irgendwie den Berg hoch. Und fliegen von da. Okay, dann eben nicht. Weil ich habe keinen Bock, jetzt wieder mit einem Boot zu fahren. So, ganz nach oben. Und dann geht's los. So, da hinten dürfte es sein. Das Teil ist schon nice, ne? Guck mal, da ist unser Boot. Da sind unsere beiden Bötlein. So. Das ist ein sehr mächtiges Teil. Für so ein bisschen Dings. Cool. Warten wir mal ein bisschen und dann... Sehr schön. Hallo? Oh, du sollst springen. Hallo? Danke. So ein bisschen Salz für mich. Hi, Füchschen. So, was haben wir hier? Wow. Oh, Leute, guckt euch das an. Da kommt so einiges zusammen. Sehr schick. Und der lutscht nur an ein Seitstück. Dann mach mal ein bisschen Salz für mich. Oh, sehr schön, reden kann ich auch nicht mehr. So, das tat weh. Soll er machen. In Hülle und Fülle. Ah, da schreit ein Kind gerade draußen. So. Natürlich haben wir jetzt für das Teil den Rest nicht mehr. Das bedeutet, wir ziehen erstmal in die koloniale Zeit und geben dann dir ein bisschen Heutstämme. Erst einmal. Hallo?
Können wir das schaffen? Nö. Frag doch nicht. Hier noch einen schönen kleinen Weihnachtsbaum georganisiert. Hat sie wenigstens, oder er, wer sich da auch gerade hingesetzt hat und das jetzt baut, er hat dann ein bisschen Spaß. So, mach mal. Viel Spaß. Irgendwie sind die ganzen Leute gerade ein bisschen arbeitslos, außer die Leute, die Brot backen. Na, Kohle nehmen wir jetzt einfach mal mit. So, hatte ich denn noch etwas hier hinten an Holz? Sieht nicht danach aus. Gut, dann gucken wir mal, was wir mit dem Holz hier jetzt alles anstellen können. Nicht besonders viel, glaube ich. Holzseilbretter. Holzseilbretter. Das brauchen wir. Ich glaube, davon brauchen wir noch ein paar. So, Holzseilbretter. Leder brauchen wir. Seil ist nicht genug. Hier Kohle. Seil ist nicht genug. So, so. Na dann. Jetzt müsste es auf jeden Fall genug sein. Die industrielle Ebene wieder. Also wie gesagt, ein Hin- und Hergezwitsche gerade. So. Kohle. So. Kohle. Mechanische Barren. Und die Lederhaut brauchen wir. Ich glaube, da habe ich aber nicht genügend. 30 Stück brauchen wir. Produziere einfach mal. So. Stück. Dann ist hier unser kleiner... Oh, meine Nase juckt. Wir haben... Ach du Scheiße, ist ja groß. Unser Luftballon. Zum Auf- und Abwärts.
Okay. Was willst du denn? Bombig gepackt. Ich wollte eigentlich nur die Teile jetzt hier abholen. Da ist Ödings. Okay. Ist ja voll entspannt, ey. Ich schalte gerade kopfmäßig sowas von ab. Was zum Henker ist denn jetzt dazu gekommen? Ich bin verwirrt. Ach du Heiliger. Stahl- und Dinosaurierhaut. Steilbaren Felsen. Ich komme mir vor, als ob ich gerade einen Zug fahre. Der sitzt aber auch ganz entspannt da, ne? Achtung, ich lande. Merkwürdige Kiste. So. Stahlbaren. Steilbaren. Weiß ich nicht, ob das für beide reicht. Felsen und Dinosaurierhaut. Leder. Müsste ich aber hier noch ein paar Stück drin haben. Ich bin so verwirrt, es ist so viel. Nein. Ich brauche Felsen. Definitiv Felsen. Autsch. So.
Ich brauche beide auf jeden Fall. Ich habe noch nicht mal alles irgendwie gebaut, ne? Kann man echt gerade voll abschalten, ne? Der sitzt da mit einem Stuhl im Detail drin. So, ich pack mal ein bisschen seitwärts. So. Öl. Mäzen und Bretter. Nein. Oh. Ich muss ja dann wieder Kolonielle wegen den Brettern. Dieser Switch dauert immer ganz schön lange. Der ist immer noch nicht fertig? Da bin ich sogar schneller. Was brauchten die? Elektrizität, du willst mich doch verarschen. Oh yeah. Vielleicht sollten wir die Säge machen. Erst einmal. Und dann den Rest. Ich glaube, das bringt uns ein bisschen mehr. Ich hoffe, mich greift jetzt nichts an. So, das haben wir. Hui. Fünfzig Stück. Ich glaube, wir machen erstmal das Sägewerk. Dann sind wir damit erstmal gut dabei. Gucken wir mal, ob wir die noch bauen können. Oder ob das Gerät sagt, so wenig Strom. Ich muss die eh miteinander verbinden, kann das sein? Ups, sorry, falscher Knopf. Aber wir haben ja jetzt einen Heizluftballon, das bedeutet, wir können alles von oben sehen.
So wenig Strom. Oh, du willst mich doch verscheißern. Kann auch nicht sein. Wisst ihr, was wir jetzt wieder alles bauen dürfen? Nur um so ein Holzteil zu machen. Oh. Kohleteil. Da dürfen wir dann noch was hinsetzen. Das bedeutet dann, dass wir dann Eisen und Co. brauchen. Stück. Yep, das wird noch eine Weile dauern. Das wird sehr gut. Und wir müssen dann noch den ganzen Rest holen. Deutsch sehr schwer. Gut, ich glaube, ich lasse die Gute mal hier eine Runde machen, meine Lieben, und würde hier dann ein Folgenpäuschen machen, damit sie in Ruhe arbeiten kann und wir mal hier gucken. Oh mein Gott. Leute, ignoriert, was ich gesagt habe. Ignoriert es. Wir können leider auch nicht schneller fliegen. Da wir ja das wahrscheinlich hier hinten alles verbinden dürfen, wenn wir das Kohleteil da hinten nehmen. Dürfen wir das alles mit Strom versorgen? Oh, nee. Strommast. Das verbinden wir schnell noch. Müssen wir die miteinander verbinden? Ich habe keine Ahnung. Nein. Jetzt fehlt uns auch noch Felsen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gleich fehlen uns eh Stahlbarren.
die sind miteinander verbunden. Also da haben wir hier noch ein paar Pelzen. So. Müsste jetzt funktionieren, oder? Meine Lieben, dann fliegen wir noch mal schnell zurück. Oh, das hat geklappt. In Klammern schnell zurück, ne? Das Wasserteil könnten wir eigentlich auch noch machen. Wartet mal. Das Wasserteil machen wir noch mal. Auch noch mal schnell. Muss das so? Ich habe keine Ahnung. Ohne Strom. Gut, dann machen wir erstmal das so. Ich glaube, die pumpt noch ein bisschen. Naja, egal. Hunger haben wir immer ganz schön schnell, ne? Schick. Ich muss mich erstmal kurz entmisten. Oh. Alles klar, meine Lieben. Dann würde ich sagen, wir werden hier erstmal ein Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.